Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns an Jan Hofers SS-Schau. Ja, YouTube-Kacke. Ich frage mich gerade so, wenn er mal auf YouTube unterwegs sein sollte und er sieht so die ganzen Videos, was er jetzt gerade denkt so, ne? Na gut. Ich lache jetzt drüber. Übrigens, das mache ich immer abends mit meiner Nase, ne? Also ich schnarche in dem Takt immer. Das wäre übelst geil, oder? Wenn man so schnarchen könnte. Das wäre nicht schlecht. Hier ist heute der erste Deutsche im Studio, Jan Hofer. Guten Abend. Guten Abend und tschüss. Hier ist das deutscheste deutsche Fernsehen mit der Geschichtsschau. Heute im Studio niemand. Ich begrüße Sie zur Geschichtsschau. In Nordrhein-Westfalen sind in 3 Schlachthöfen mehr als 200.000 Mitarbeiter geschlachtet worden. Boah, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, der Polizist hier am Hintergrund, der sieht so aus, als hätte der... Ah nee, das ist, ich glaube, das ist gar kein Polizist, das ist ein Mitarbeiter von Schlachthof. Sieht irgendwie so aus, als hätte der absolut keinen Bock auf seinen Job. So von wegen, oh, bin ich schon wieder hier auf Arbeit? Endet der Traum nie? Der Albtraum? Ja, wir wissen jetzt, dass Menschen geschlachtet worden sind. Allein Bundespräsident Steinmeier schoss bis zu 20.000 Schlachthofarbeiter in engen Sammelunterkünften. Millionen starben in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen, in Schützengräben der Sozialisten. Die Wehrmacht kapituliert. Dass wir in diesem Umfang die Fleischindustrie testen. Wenn es uns nicht gelingt, Ach, wirklich? Auf strenge Sinnheilkontrollen in Schlachtbetrieben hat der Bundesarbeitsminister in einem Brief hingewiesen, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Mehrere vertretliche Diplomatungen der Herkunftsländer von Arbeitskräften hätten sich bei der Bundesregierung beschwert und mit einer den Schlacht gedroht. Das steht doch gar nicht auf. In der Seehofer-Krise wächst der Druck auf Bundesinnenminister Corona, die Grenzen wieder zu öffnen. Die Forderung kommt vor allem von allen Ländern. Diese Brücke ist gestört. Da ist ein Europa, der sich jetzt zeigt. Und das ist schlecht. Das ist schlecht für Deutschenburg. Und das ist auch schlecht für Luxemburg. Der zuständige Innenminister äußert sich heute und verweist nicht auf sein Statement von gestern. Geht es nach dem Willen aller, wird diese Brücke Luxemburger und Deutschburger bis dahin weiter trennen. Immer mehr Deutsche klagen gegen die Wettervorhersage. Bundesweit seien inzwischen rund 1000 Eilanträge bei den Gerichten eingegangen. Schwindet der Lektüre, täglich kämen neue hinzu. Die Entwicklung zeige nicht. In den USA ist die Arbeitslosenquote infolge der Corona-Krise sprunghaft gesprungen. Die Eurominister der Finanzstaaten haben sich auf Bedingungen für Hilfskredite in der Corona-Krise nicht geeinigt. Nach 10.900 Tagen Quarantäne an Bord des Fahrkreuzschiffs Mein Schiff 3 konnten heute Mitglieder, 190 Besatzungsmitglieder treten. Busse fuhren sie vom Terminal in Cuxhaven zum Hamburger Flughafen, zum Terminal in Cuxhaven, zum Schiff 3. Alle anderen will die Reederei so schnell wie möglich basieren. Aber ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, Quarantäne auf so ein Luxusschiff, ne? Gut, ich glaube, die mussten in ihren Zimmern bleiben, ne? Das war, ich glaube, die mussten in ihren Zimmern bleiben. Das war ja letztes Jahr, wann war denn das? Letztes Jahr irgendwie, wann war das mit dem Schiff? Letztes Jahr irgendwie April oder sowas. Na, ist ja wirklich schon länger her. Aber ich sag's mal so, es gibt Schlimmeres, ne? Also, ich würde jetzt schon gerne mal die Räume sehen wollen. Aber es gibt jetzt Schlimmeres, als irgendwie eine Woche lang auf so ein, oder 2 Wochen lang in so ein Luxusschiff zu übernächtigen, ne? Aber ich glaube, die mussten, das habe ich ja schon gesagt, ich glaube, die mussten im Zimmer bleiben. Also wenn die wenigstens so rumlaufen durften, das wäre cool. Da würde ich jeden Tag im Pool chillen, ne? Ja, Chef, ich bin leider jetzt gerade in Quarantäne, ne? Bringen Sie mir nochmal bitte einen Cocktail. Wie bitte? Nee, ich meine Sie, Chef. Entschuldigung. Einen Cocktail bitte nochmal. Also, ne, gibt Schlimmeres. Sich insgesamt 2 Angestellte der Flotte. Hintergründe zu den neuen Entwicklungen in der Krise finden Sie auch heute nicht. In vielen Ländern ist heute an das Ende erinnert worden. So. Wer das nicht erträgt, wer einen Schlüssel schnallt, erträgt das nicht, Leute. Und nun die Sage für den Mai. Bei Steinmeier habe ich immer so irgendwie das Gefühl, der wird nie älter, ne? Also irgendwie bleibt er auf seinen Stand so. Ne, das ist übelst krass, ne? Der ist so einer, den wird man auch nicht los, ne? Das ist halt einfach so. Gut, bei der lieben, ich sag mal, bei der lieben Merkel hat man ja gesehen, ne, wenn man sich so die Videos von 2005 anguckt, ne? Und dann Jahr für Jahr bei ihr hat man irgendwie das Gefühl so, dass sie in Kohlekraftwerk gearbeitet hat oder in so einer Kohlemine gearbeitet hätte. Aber, ja. Trägt das nicht, Leute. Und nun die Sage für den Mai. Herr Mann, das ist ein Alger. Am Ende sorgt feuchtwarme Luft teilweise pünktlich zu den Eisheiligen für einen Furz. Von Südwesten ziehen heute Nacht Donner heran und bringen stellenweise Eis. Die Nordhälfte morgen gibt's in der Südhälfte häufiger, zum Teil mit Witzen. Im Westen und Süden heute Nacht über 10 Grad, sonst nur schaurige Werte. Morgen gibt's die nicht. Um 20 Uhr hat Oskar diese Tagesthemen für Sie, wo die Schlacht um Berlin begann und 75 Jahre Krieg im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Hallo, ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1 und 1. 1 und 1, 1 und 1, 1 und 1, 1 und 1, 1 und 1. Okay, gut, passiert nichts mehr. Aber ich finde halt das so übelst geil. Das sieht halt so übelst geil aus, ne? Das sieht eher so aus wie in der Schule, ne? Dass sie sich alle nie mögen, ne? Dass sie so keinen Bock aufeinander haben, so. Deshalb haben die so viel Platz gelassen. Das sieht halt so geil aus. Ja, also nee, der hat mich gestern beleidigt. Nee, ich möchte das nicht. Der Steinmeier hat gestern gesagt, ich bin keine gute Kanzlerin. Nee, also das möchte ich nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.